mein Schatz, nichts zu tun? Fügst du Eis nach? Wir brauchen alles. Ja, gleich. Lass mich, mach schon. Ist die immer so hektisch? Sie ist nicht hektisch. Sie ist schnell. Sie ist die Schnellste. Und die Stärkste. Hör auf zu lästern. Desto mieser das Programm kommt. Naja, besser als in die Polster. Haben Sie noch Karten für diesen Beatles-Film? Ja. Aber die Beatles sind doch schon tot, oder? Nur einer, aber die spielen auch nicht mit. Der Film heißt Beetle Battle, das ist Englisch und bedeutet Käferschlacht. Und warum nennen die das nicht so? Das kann doch kein Mensch aussprechen. Das liegt daran... Was passiert denn in dem Film? Im Schaukasten hängt eine Inhaltsangabe, lesen Sie die doch bitte. Hinter Ihnen stehen 100 Leute, die wissen, worum es geht und die Karten kaufen wollen. Worum geht's in dem Film? Keine Ahnung. Drei Erwachsene, zwei Kinder. Was ist denn noch da? Die Plätze sind nicht nummeriert und die Karten kosten alle gleich viel. Warten, für den Kleinen hier auch 11 Mark? Nein, heute kostet jede Karte nur 6 Mark. Na, dann ist was anders. Dann geben Sie mir mal bitte 10 Karten. Die Karten sind nur jetzt gültig. Was denn? Wieso denn? Dann geben Sie mal nur 5. Können Sie auf den Tausender wechseln? Weiter, dass auch nur 10% hiervon abgeholt werden. Ich hätte gern eine Cola, 2 Eis, ach, lieber noch eine Cola. Eine Fanta hätte ich dann noch, ach, die ist mir ein bisschen zu süß, nehme ich doch lieber eine Zelta. Ja, und dann noch Popcorn. Was für ein Eis? Was haben Sie denn? Die Karte liegt vor Ihnen. Oh, ich habe meine Brille vergessen. Möchten Sie Eiskonfekt? Ist das mit Südfrüchten? Nein. Dann nehme ich doch das. Ich bin nämlich allergisch gegen Südfrüchte. Wie groß ist das Popcorn? Och, nicht so groß. Die Größen stehen dort. Aber ich habe doch meine Brille nicht. Zu 3 Mark, zu 5 Mark 50, zu 7 Mark 50 oder zu 10 Mark? Ach, 5 Mark 50 reicht. Süß oder salzig? Was würden Sie denn nehmen? Süß. Dann nehme ich salzig. Ermäßigung für Studenten? Nein, es kostet für alle nur 6 Mark. Wieso nur? In Prag zahle ich 18 Kronen, das ist kaum mehr als 1 Mark. Da möchte ich nicht wissen, was die Angestellten dort verdienen. 4 Mark würde ich zahlen. Wir sind zu dritt. Kauf eine Karte für 6 Mark oder lass es bleiben. Willst du mich anmachen? Der nächste bitte. Okay, 6 Mark. Es müssten 6 Mark sein. Kann ich bitte Ihre Karte sehen? Ach, die Karten hast du, sie, Schatz? Die dann. Hast du da eingesteckt. Hat Mama ihr Geburtstag heute? Ja, das Bier wird warm. Daddy. Hinter mir. Ja, hinter mir. Hinter mir. Hinter mir? Ja, hinter mir. Ja, hinter mir. Ja, hinter mir. Die erste hat die Karten, Alter. Jetzt zerreißt er mir die Karten und die waren so teuer. Stehst du keinen Spaß, oder was? Wieso? Hat hier jemand was Komisches gesagt? Also ein Bier. Und was ist mit mir? Ach so, also noch ein Bier, 2 Bier. Ah, denkt man an Manne noch. Manne? Nee, der kann seinen Scheiß selber zahlen. Der schuldet mir sowieso noch einen Fuffi. Und dann mit noch Chips dazu. Ach, dann nehmen wir gleich 3 und dann nehmen wir mal die Scharfen. Nehmen wir gleich 4 und 2 Flaschen bleiben zu. Und so, und dann nehme ich noch die sauren Dinger da. Für alles. Wie sieht's mit Popcorn aus? Ja, okay, dann mit noch Popcorn für 10 Mark. Süß oder salzig? Salzig, auch. Ach nee, süß. Süß? Na, den Schweinefraß kannst du dir nicht fressen. Hast du Marshmallows da? Hot Dogs? Das so nicht. Na gut, dann mit noch das Eis damit Nuss. Ey, ist der Klo zu? Nein.
Die Getränke können wir mit reinnehmen, wa? Was macht ihr, wenn ich Nein sage? Gib's ein Ding auf die Fresse, Alter. Dann kann man Getränke mit reinnehmen. Hallo, Fräulein. Warten Sie bitte einen Moment. Dreimal Hochparterre am Rand, weil mein Mann muss seine Beine ausstrecken können. So, bitte. Haben Sie nicht gehört? Soll ich das jetzt alles wiederholen? Wie Sie sehen konnten, habe ich telefoniert. Dann warten Na, Sie. Na, wenn das Ihr Chef erfährt. Das war mein Chef und er war dankbar, dass ich nach 5 Minuten endlich rangegangen bin. Also dreimal Hochparterre am Rand, weil mein Mann hat's mit den Beinen. Ist euch eigentlich klar, wie viel Gift hier rumliegt? Das ist alles giftig, was ihr verkauft. Giftig, giftig, giftig. Alles voller Farbstoffe, Konservierungsmittel, künstliche Aromastoffe. Aber das interessiert euch gar nicht, was? Hauptsache die Kohle stimmt. Ihr seid Mörder. Das reicht euch nicht, Gift zu verkaufen. Ihr überteuert es auch noch. Verkauf nicht weiter, es ist voll. Nein, es läuft bereits seit einer Viertelstunde. Das macht nichts. Das glaube ich, dass dir das nichts macht. Wäre das ein guter Film, würde ich dir eine drücken für diese Respektlosigkeit gegenüber dem Filmemacher. Aber es ist ein Scheißfilm. Und du hast recht, es macht nichts. Ja und, lass uns rein? Nein, es ist ausverkauft. Vielen Dank, es war ein großes Vergnügen. Dankeschön. Der Film war zwar schlecht, aber die Projektion war erstklassig. Ganz ausgezeichnet. Wiedersehen. Ungelogen, ich habe noch nie eine so scharfe Vorstellung erlebt. Ihre Augen möchte ich haben. Die Raumtemperatur stimmt exakt. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Ich komme auch wieder, wenn die Preise erhöht werden. Schönen Abend, wiedersehen. Tschüss. Entschuldigung, ich habe da ein bisschen Popcorn verkrümelt. Sagen Sie mir, wo der Staubsauger ist? Lass mal, ich mach das schon weg. Oh Mann, Sie sind toll. Danke, jetzt krieg ich meinen letzten Bus noch. Entschuldigen Sie den dummen Spruch von vorhin. War wirklich nicht komisch. Schön, dass du das einsiehst. Tun Sie mir einen großen Gefallen.
und zeigen meiner Schwester den Vorführraum. Hallo. Hallo. Noch einmal nachfüllen, bitte. Drücken. Noch zwei Piccolo. Ey, Alter, mach die Lolle aus. Wer, ich? Klar, oder siehst du noch jemanden? Wie lange ist denn die Pause noch? Pause? Was ist eine Pause? Was hast du zu dem gesagt? Dass ich die Pause gut finde. Wo macht er so einen Waffen? War zwar schlecht, aber die Projektion war erstklassig, ganz ausgezeichnet. Ungelogen, ich habe noch nie eine so scharfe Vorstellung erlebt. Ihre Augen möchte ich haben. Die Raumtemperatur stimmt exakt, nicht zu kalt und nicht zu warm. Ich komme auch wieder, wenn Sie die Preise erhöht haben. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Entschuldigung, ich habe da ein bisschen Popcorn verkrümelt. Sagen Sie mir, wo der Staubsauger ist? Sagen Sie mir, wo der Staubsauger ist? Sagen Sie mir, wo der Staubsauger ist?